Als nächstes spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Montag vor zwei Wochen war schon ein besonderer hier im politischen Wiesbaden. An diesem Tag hat die Frau Staatsministerin Hinz die Obleute eingeladen und den Phasenplan von Kali und Salz und dem Umweltministerium uns vorgestellt. Es war eine sehr kurzfristige Einladung von Sonntag auf Montag, deswegen fehlte wahrscheinlich auch der Kollege von der CDU, aber man muss ja nur sagen, das ist schon ein Umgang mit dem Thema, der durchaus ja auch Erwähnungen finden darf. Ein offener Umgang, das braucht es, wenn man Vertrauen zu dem Thema bei allen politischen Akteuren und aber auch bei der Bevölkerung gewinnen will. Meine Damen und Herren, seit vielen Jahren wird darum gerungen, wie die salzhaltigen Abwässer bei der Kali-Produktion entsorgt werden sollen, und bis dato bestand auch immer Einigkeit hier im Landtag zu diesem Thema. Die unvermeidbaren Abwässer sollen per Fernleitung an die Nordsee abtransportiert werden. Das war das eigentlich, was wir uns alle gewünscht haben. Nun heißt es, dass bis zum Jahr 2020, dass wir ein Gutachten vorliegen haben, was das nun uns deutlich macht, dass dieses Ziel nicht mehr zu erreichen ist. Meine Damen und Herren, am Ende geht es darum, ob es uns gelingen kann, die Produktionsstandorte von Kali und Salz in Hessen zu halten. Es geht darum, ob die Belastung für Umwelt, für die Werra und Weser im Verhältnis zu den Arbeitsplätzen, ob es da zu einem vernünftigen Interessenausgleich kommen kann. Und ob wir noch in der Lage sind, in Deutschland Rohstoffe zu produzieren. Und meine Damen und Herren, für die FDP-Fraktion darf ich durchaus sagen, der Phasenplan von Frau Staatsministerin Hinz und Kali und Salz ist dazu durchaus geeignet. Und meine Damen und Herren, es darf aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch manche Verblüffungen enthält, das, was wir dort gehört haben. Es gibt durchaus richtige Ansätze. Dazu gehören neue Produktionsverfahren. Das war aber auch unter der alten Landesregierung immer die Maxime. Dazu gehört aber jetzt auch die Haldenabdeckung. Meine Damen und Herren, die Vorgängerin von Frau Staatsministerin Hinz hat uns immer deutlich machen wollen, dass es eine Lösung für die Haldenabdeckung nicht gibt. Von daher bin ich durchaus froh, dass jetzt Frau Staatsministerin Hinz das wieder aufgenommen hat. Aber dass ausgerechnet die Umweltministerin der Grünen, die Grünen, die in den letzten Jahren die Gelegenheit genutzt haben, um jede Maximalforderung zu erheben, um Kali und Salz bis dazu zu zwingen, die Produktions- und Haldenwässer zu reduzieren, dass diesem Unternehmen, dass dem Unternehmen jetzt bis 2075 Zeit gegeben wird, das ist dann schon doch eine deutliche Überraschung. Meine Damen und Herren, 2075, das ist das Ende der Kali-Produktion, das ist nach dem Ende der Kali-Produktion in Hessen. Kali und Salz bekommt Zeit, viel Zeit. So viel Zeit, dass die Ministerin schon märchenhafte 116 Jahre alt werden müsste, um die Segnung ihres Plans noch selber erleben zu können. Meine Damen und Herren, 2075 ist so absurd weit weg, es ist so absurd weit weg, dass es komisch wirkt, wie Ihre Reaktionen auch zeigen, aber so komisch ist es überhaupt nicht. Meine Damen und Herren, ich wünsche Frau Staatsministerin Hinz gerne ein Leben bis oder ein Alter von 116 Jahren, aber aktive Politikerin wird sie mit dato mit Sicherheit nicht mehr sein. Und meine Damen und Herren, für eine Politikerin ist es dann durchaus sehr praktisch, denn so ist mit der größten Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sie irgendjemand noch an ihr Versprechen erinnert. Meine Damen und Herren, und die Nordsee-Pipeline, ja, das Gutachten. Das Gutachten war so schnell da nach der Amtsübernahme, dass es einen schon sehr verwundern kann.
Und warum nicht die Fakten auch schon von Ihrer Vorgängerin oder von dem CDU-geführten Umweltministerium vorgelegt werden konnten, das bleibt im Verborgenen. Meine Damen und Herren, wir haben dabei viel, viel Zeit verloren. Und es ist allerdings gut, dass nun mit dem Gutachten nicht weiter Geld in Planungen und Genehmigungen versenkt wird, die am Ende nicht zielführend ist. Meine Damen und Herren, und bis zum Jahr 2020 sollte Kali und Salz die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Wehre zu einem naturnahen Gewässer wird. Das ist nicht eine Formulierung der FDP, sondern eine Formulierung der Grünen. Und was macht nun die grüne Umweltministerin in der Regierungsverantwortung? Jetzt heißt die Formel Süßwasser. Das ist eben immer noch kein Trinkwasser, das ist auch kein naturnahes Gewässer, sondern das sind Gewässer, die immer noch belastet sind. Und meine Damen und Herren, damit müssen Sie als Grüne dann auch sagen, dass den Eindruck, den Sie mit der Begrifflichkeit naturnahes Gewässer vermitteln wollten, sprich Trinkwasserqualität, dass Sie davon meilenweit weg sind. Meine Damen und Herren, und dann sagen Sie, ja, das will ich Ihnen gerne sagen, Frau Kollegin, ich bin der Meinung, dass es dazugehört, ehrlich mit den Menschen umzugehen. Und dann gehört es dazu, dass diese Landesregierung auch beim Bund und bei der EU vorstellig wird und den Bewirtschaftungsplan für Werra und Weser ändern lässt und klar macht, dass dieser Fluss einen anderen Zweck hat und dass ein naturnahes Gewässer aus diesem Fluss niemals werden wird. Was Sie machen, ist, den Menschen weiterhin Sand in die Augen zu streuen. Glaubwürdigkeit erreichen Sie so nicht. Und was ist denn mit dem Versprechen, dass Salzwasser vor Ort bis spätestens 2015 nicht mehr verpresst wird? Meine Damen und Herren, das war immer die Position der alten Landesregierung. Und da ging es uns immer um den Erhalt der Arbeitsplätze in der Region. Jetzt schauen wir doch mal, was im Wahlprogramm der Grünen noch im Jahr 2013 gestanden hat. Da hieß es, die Einleitung von laugenhaltigen Abwässern in die Werra und in die Verpressung von Salzlaugen in den Untergrund durch das Unternehmen Kali und Salz müssen aufhören. Wir Grüne wollen, dass die Laugenverpressung spätestens 2015 endet. Die Verpressung der Lauge im Boden hat die grüne Umweltministerin um weitere 6 Jahre bis 2021 verlängert. Meine Damen und Herren, Vertrauen, das dauert lange, sich das zu erkämpfen, aber Sie haben es in einem Federstrich quasi verspielt. Es gab immer strenge Voraussetzungen dazu, dass es zu einer Verpressung kommt. Was Sie jetzt machen, ist wiederum den Menschen vorzugaukeln, es würde höhere Voraussetzungen dafür geben. Das 3D-Modell, was hier angesprochen ist, kann von uns hier, von niemandem überprüft werden, inwieweit das tauglich ist. Also bleibt es zu fragen, wo wollen Sie zukünftig die Verpressungen vornehmen? Und es bleibt auch die Frage, was machen Sie denn eigentlich, wenn es wieder eine Interimslösung bedarf nach 2021? Wie gehen Sie denn dann damit vor? In Ihrem Antrag schreiben Sie das wieder so ultimativ rein, dass man glauben könnte, 2021 ist endgültig Schluss. Sie streuen den Menschen ja schon wieder Sand in den Augen. Und meine Damen und Herren, Sie sagen überhaupt nichts dazu. Was passiert es denn, wenn mit Ihrer Höhenmesslatte es wieder zu diffusen Austrägen kommt? Wir hatten auch bei der alten Vorgängerregierung, oder will die CDU vielleicht bezweifeln, dass sie nicht verantwortungsvoll gehandelt hat in der letzten Legislatur? Haben die da vorher nicht drauf geachtet? Da bin ich Kollege Lenders, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Wagner? Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie er Vertrauen zurückgewinnen will. Bitte schön. Nur ein Ansatz. Gehört hätten, hätte ich Ihnen gesagt, dass die Werra und für die Weser geht. Nein, das macht diese Landesregierung bis dato noch nicht.
Zumindest steht da in Ihrem Phasenplan überhaupt nichts drin. Und wenn Sie mir zugehört hätten, hätte ich Ihnen gesagt, Herr Wagner, den Phasenplan, den die Frau Staatsministerin hier vorgelegt hat, ist sehr wohl geeignet. Sehr wohl geeignet. Ja, Sie erkennen ja noch nicht mehr ein Lob, wenn es Ihnen gesagt wird. Das ist ja schon abenteuerlich. Es ist schon abenteuerlich mit Ihnen. Meine Damen und Herren von der Grünen Fraktion, hier geht es nicht darum, ob der Phasenplan die richtige Zielsetzung hat. Das würde ich durchaus bejahen. Es geht darum, dass die Grünen früher in der Opposition auf Leute eingedroschen haben, verbal eingedroschen haben, die Ähnliches vertreten haben. Meine Damen und Herren, wenn wir als FDP solch einen Plan vorgelegt hätten, Sie hätten uns mit dem Kopf voran aus dem Fenster gehalten und gesteinigt und gefedert. Sie hätten gesagt, wir wären neoliberal und uns davon gewünscht. Das wäre Kollege Lenders, ich will Sie nicht steinigen und federn, aber die Redezeit ist abgelaufen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich mag auch gerne zum Schluss kommen. Ich habe gesagt, dass der Plan durchaus die richtigen Ansätze erhält. Man fragt sich allerdings in dem ganzen Geschehen, wo bleibt eigentlich der Wirtschaftsminister? Immerhin ist Kalli und Salz das einzige DAX-Unternehmen, was wir haben. Der äußert sich überhaupt nicht dazu. Wirtschaftspolitik scheint im Umweltministerium gemacht zu werden. Da kann sich dann jetzt auch jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Vielen Dank. Vielen Dank.